So, nachdem sich das hier jetzt so stark verändert hat, werde ich eine neue Skala anbringen müssen. Und da seid ihr jetzt live dabei. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich werde noch einen vierten Strich machen. Ihr seht, dass sich die Magnetnadel bewegt, weil ich an dem Glasbehälter dran bin. So. Das war jetzt also durch mich, diese Erschütterung. Aber man kann trotzdem sehen, dass sich das Magnetfeld verschoben hat. So, ich habe jetzt die Beleuchtung etwas verändert. Und man kann ganz deutlich sehen, dass die Markierung auf N, was damals der Nordpol war, und das war am 20. Mai, auf heute, den 6. Juli, so stark verändert hat, dass ein Abstand von ungefähr einem Zentimeter besteht. Hier ist nochmal ganz deutlich das Magnet zu sehen. Und jetzt kann man ganz deutlich die Markierung sehen. Die Verschiebung des Magnetfeldes geht also weiter.